Hallo, ich möchte mir in dem Video erlauben, nochmal ein paar Studien zu Corona und zu Corona-Sterblichkeit in Erinnerung zu rufen, die bereits im Mai 2020 bzw. im Herbst 2020 veröffentlicht wurden. Man hört heute relativ oft aus der Politik Sätze wie, wenn wir damals schon das gewusst hätten, was wir heute wissen, dann hätten wir vieles nicht gemacht. Sofern das den Jahresbeginn 2020, den Februar, März, April 2020 betrifft, halte ich diese Aussagen für richtig. Wenn ich also auch dann das Verhalten der Politik oder der Medien während dieser Zeit beurteile, dann halte ich mir selber vor Augen, das war damals zu Beginn eine ganz schwierige Situation. Vieles wusste man noch nicht. Für den Winter zum Beispiel 2020 auf 2021 trifft diese Aussage aber nicht mehr zu. Und das möchte ich in dem Video schon noch mal in Erinnerung rufen, weil wer heute behauptet, Ende 2020 hat er vieles noch nicht gewusst, der wollte es einfach nicht sehen. Es gab sehr namhafte Wissenschaftler, die bereits ab Mai 2020, aber dann vor allem im Herbst 2020, Studien publiziert haben, auf die ich jetzt eingehen möchte, die schon ein ziemlich genaues Bild von der Gefährlichkeit oder der Nichtgefährlichkeit von Corona vermittelt haben. Auf die hätte man hören können, die hat man aber stattdessen diskreditiert und auf einige wenige handverlesene Experten gesetzt, die Corona in düstersten Farben gezeichnet hatte. Also Stand der Wissenschaft, Ende 2020 war bereits ein sehr guter, wo man bereits hätte sehr, sehr vieles wissen können. Ich würde aber im Folgenden zeigen, man wollte halt, glaube ich, aus Mainstream, auf Seiten der Mainstream-Medien sehr vieles eben nicht wissen. Ich möchte vor allem auf Ioannidis eingehen, also jenen Stanford-Professor, jenen Wissenschaftler aus Stanford, der vor Corona, vor der ganzen Hysterie einer der renommiertesten Experten waren, oder meiner Meinung nach ist er das heute auch noch, im wissenschaftlichen Bereich ist es noch, aber im Mainstream wurde halt gezielt diskreditiert. Das ist aber derjenige, der zu den meistzitiertesten Wissenschaftlern auf dem Gebiet gehört. Und der hatte meiner Meinung nach schon 2020 eine sehr gute Vorgangsweise, die wahrscheinlich auf seiner Erfahrung als jemand, der seit Jahrzehnten Epidemiologe, Virologe ist und sich mit diesen Themen beschäftigt, basiert. Der hat im Mai 2020 eine erste Antikörperstudie gemacht. Das war nicht ganz die erste, ganz am Beginn hat man auch in Österreich, in Ischgl schon einiges gemacht. Aber er war halt einer der prominentesten Wissenschaftler, die zu dem Bereich publiziert haben, die sich getraut haben, zu diesen Fragen aufgrund seines Renommees was zu veröffentlichen, was nicht in die Hysteriethese reinpasst. Und der hat dann einfach geschaut, mittels Antikörpertests in einer Bevölkerung, wie viele Menschen haben schon Corona gehabt. Ich rechne das hoch. Wie viele Corona-Tote gibt es? Und dann bilde ich den Quotienten und habe die Sterbewahrscheinlichkeit. Das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Herangehensweise. Ioannidis hat auf diese Art im Mai 2020 festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, bei einer Corona-Infektion an Corona zu versterben, 0,0025 beträgt. Das ist jeder 400. Ja? Also von 400 Menschen, die an Corona erkranken, wird einer versterben. Das war Ioannidis These. Also es ist natürlich nicht zufällig einer von 400, sondern es hat dann natürlich Gründe und nicht jeder ist gleich gefährdet, ja, aber einer von 400 in der breiten Bevölkerung, das war damals das, was Ioannidis mit der Antikörperstudie festgestellt hat, wird an Corona versterben. Ich habe mir heute mal die kurze Arbeit gemacht und habe also nachgesehen oder habe es gewusst, Österreich hat ziemlich genau 9 Millionen Einwohner. Wenn von 9 Millionen Einwohnern, wenn Corona durch ist und jeder mal Corona gehabt hat, 0,0025 daran sterben, also 0,25%, dann sind das 22.500 Tote. Auf Basis der Antikörperstudie, die Ioannidis im Mai 2020 veröffentlicht hat, könnte man also hochrechnen, dass wenn Corona durch ist
aus Sicht von Anfang 2020 wird es in Österreich 22.500 Tote geben. Ja, nochmal zum langsam Mitschreiben. Ioannidis veröffentlicht also die Sterbewahrscheinlichkeit aufgrund seiner Antikörperstudie mit 0,0025. Österreich hat 9 Millionen Einwohner. Wenn ich 9 Millionen mit 0,0025 multipliziere, kommt mal ein Erwartungswert heraus, dass ich 22.500 Corona-Tote zu befürchten habe. Jetzt kann jeder mal in Google eingeben, Anzahl Corona-Tote Österreich. Als erster Sucheintrag kommt Statista, meiner Meinung nach eine vertrauenswürdige Quelle. Statista listet also auf mit Stand Ende Juni 2023. Also man dürfte jetzt nicht mehr ganz so aktuell zählen wie früher. Aber das ist der erste Sucheintrag von Statista. Ende Juni 2023 gibt es also in Österreich nach offiziellen Angaben 22.542 Corona-Tote. Wenn ich also die wissenschaftliche Herangehensweise von Ioannidis als Basis genommen hätte und gesagt habe, was errechnet eigentlich der Wissenschaftler, der sich damit seit Jahrzehnten beschäftigt, ja, wie viele Tote wird es in Österreich am Ende geben, wenn das Ganze einmal durch ist, dann kommt er also auf Basis seiner Zahlen vom Mai 2020 auf 22.500 und es sind dann sogar 22.542. Dass das jetzt so eine Punktlandung ist, ist Zufall. Ich habe mir das in anderen westeuropäischen Ländern, wo ich die Daten habe, auch ausgerechnet. Ja. Mal stimmt das genauer, mal stimmt es weniger genau. Ja. Aber die Größenordnung stimmt. Ja. Also Ioannidis kommt mit seiner Herangehensweise, mit der Sterbewahrscheinlichkeit, die er bei Corona errechnet auf einen Erwartungswert, dass wenn das Ganze in Österreich durch ist, dass es gut 20.000 Tote geben wird. 3 Jahre später gibt es gut 20.000 Tote. Ioannidis hat es also geschafft, ja, im Mai 2020 mit einer wissenschaftlichen Herangehensweise bereits das Ergebnis 3 Jahre später vorwegzunehmen. Was dagegen hat die Politik gemacht? Die Politik hat gesagt, wie viel festgestellte, amtlich bestätigte Corona-Fälle gab es. Am Anfang gab es ja noch kaum Tests und so weiter. Ja. Also das waren die Leute, die wegen Corona in Behandlung waren. Und wie viele Tote gibt es? Und da kam natürlich eine viel höhere Sterbewahrscheinlichkeit raus, die vollkommen klar falsch ist. Ja. Weil, das wird jeder nachvollziehen können, jeder von uns kennt Dutzende Fälle an Menschen, die an Corona erkrankt sind, die aber nicht in die amtliche Statistik eingehen. Ganz zu Beginn 2020 war ja auch pausenlos von der Überlastung des Gesundheitssystems die Rede, von der hoch ansteckenden Corona-Erkrankung. Also jemand, der damals Schnupfen, Husten, Fieber hatte, ja, aber sich nicht ganz ernsthaft gefährdet gefühlt hat, wird also kaum zum Arzt oder zum ins Spital gegangen sein, sondern es einfach zu Hause auskuriert haben. Und all jene sind in dieser Statistik nicht drin. Ganz zu Beginn, im Februar 2020, ist diese Vorgangsweise meiner Meinung nach in Ordnung. Ich habe dann sowas wie ein Worst-Case-Szenario. Ja. Aber spätestens dann, wenn Antikörperstudien vorliegen, und renommierte Wissenschaftler die Sterbewahrscheinlichkeit aufgrund von Antikörperstudien errechnen. Taugt diese Herangehensweise, ich nehme die Anzahl der amtlich registrierten Corona-Fälle, obwohl ich weiß, dass das nur ein Bruchteil der gesamten Fälle sind, und tue dann so, als wären das alle, und daraus errechne ich die Sterbewahrscheinlichkeit. Dementsprechend kommen auch die mathematischen Modellierer, die in der Anfangszeit also genau zu den Ergebnissen kommen, die Politik sich auch gewünscht hatte, dass es eben Kurz hat für Österreich von Hunderttausenden Toten gesprochen, Merkel hat für Deutschland von Millionen Toten gesprochen, also auf die Art komme ich dann zu diesen Zahlen, die aber viel zu hoch sind, und das wusste ich auch zu Beginn schon, dass es hier eine Dunkelziffer gab. Ganz zu Beginn weiß ich halt nicht, wie hoch diese Dunkelziffer ist, aber ab Mai 2020 habe ich also dann diese Ioannidis-Studie, womit ich dann diese Dunkelziffer berechnen kann und die tatsächliche oder eine gute Sterbewahrscheinlichkeit errechnen kann. Also tatsächlich, die Sterbewahrscheinlichkeit ist natürlich je von Region zu Region etwas unterschiedlich, weil die Altersstruktur unterschiedlich ist.
weil die Ressourcen im medizinischen System unterschiedlich sind. Also es wird nicht genau eine Sterbewahrscheinlichkeit geben, die überall auf der Welt gleich ist, oder die gibt es ganz sicher nicht. Aber es ist halt ein großer Unterschied, ob ich von einer Sterbewahrscheinlichkeit von 0,4 oder 0,5 ausgehe, was also die Modellierer der Politik getan haben. Das wurde recht kritiklos übernommen, beziehungsweise jeden, der das kritisiert hat, haben dann die Mainstream-Medien kritisiert. Wir erinnern uns, Leugner, Wissenschaftsfeind und so weiter. Während bei den Antikörperstudien eben sehr früh die Wahrscheinlichkeit von 0,0025, also nicht 0,5, sondern 0,0025 rauskommt. Also der Unterschied ist 1 zu 20 oder 1 zu 400, ja, also schon immens. Ja. Was hat man jetzt mit Ioannidis gemacht, nachdem er diese Vorgangsweise gewählt hat? Also der Stanford-Professor, der vor Corona zu den renommiertesten und meist zitiertesten Wissenschaftlern in dem Gebiet überhaupt gehört, der daneben sagt, er macht eine Antikörperstudie, rechnet hoch, wie viele Leute schon insgesamt Corona hatten, nimmt dann die Sterbewahrscheinlichkeit, also die Sterbezahl, bildet den Quotienten und errechnet so die Sterbewahrscheinlichkeit. Eine sehr gute Herangehensweise. Die Artikel findet man teilweise noch. Man hat ihn als Clown, als Harlekin bezeichnet, als Verharmloser, als Zweifler. Zweifler an der Killer-Virus-These war natürlich kein Lob, sondern eine vernichtende Kritik, ein moralischer Zeigefinger. Er zweifelt. Ein ganz böser Mensch. Man hat ihn als Liebling der Leugner und Rechtsextremisten in den Mainstream-Medien geframed. Also nochmal so zum Mitschreiben: jemand, der sich mit Antikörpern gegen Corona, also der eine Antikörperstudie macht, ja, und dann die offiziellen Corona-Toten sich ansieht und dann die Sterbewahrscheinlichkeit aussagt. Liebling der Leugner, ja, also ein bisschen komisch, ne? Also jemand, der das Ganze leugnet, dürfte eigentlich an so einem Wissenschaftler kein Interesse haben. Tatsächlich war es so, die Mainstream-Medien hatten kein Interesse an so einer Studie, weil die war halt nicht geeignet, um ein Maximum an Panik zu verursachen und Maßnahmen zu rechtfertigen. Man hat dann Ioannidis vorgeworfen, dass das nur eine Studie ist, und das ist natürlich richtig. Bei einer Studie besteht immer die Möglichkeit, dass es Zufälle gibt, ja, und dass das Ganze nicht repräsentativ ist. Ja. Ioannidis hat als Wissenschaftler meiner Meinung nach richtig, goldrichtig reagiert und hat den Sommer 2020 genutzt, ja, um mit Kollegen gemeinsam eine Metastudie aufzusetzen. Er hat also weltweit 61 Studien in verschiedenen Regionen gefunden, die so vorgegangen sind, ja, wie er das ist, eben indem sie in einer bestimmten Region mit einem bestimmten Sample Antikörpertests gemacht haben, hochgerechnet haben, wie viel Prozent der Bevölkerung hatten schon Corona, hat man sich dann angeschaut, wie viele Leute sind an Corona verstorben und daraus die Sterbewahrscheinlichkeit errechnet. Diese Antikörperstudie, diese Metastudie, die aus 61 weltweit durchgeführten Einzelstudien basiert, die ist dann auch im WHO-Bulletin veröffentlicht worden. Die ist in der Wissenschaftsliteratur veröffentlicht worden, also in Magazinen veröffentlicht worden, aber eben am prominentesten im WHO-Bulletin hat es diese Studie auch rein geschafft, war also absolut einer der Stände der Wissenschaft. Und da hat er dann konkretisiert, dass die Sterbewahrscheinlichkeit, die er im Mai 2020 mit 0,0025 angenommen hat, nach der Auswertung von 61 Einzelstudien, dass er sie auf 0,0023 festlegt. Das zeigt also, er war mit der ersten Studie schon gar nicht so weit von dem, was er nachher nach der Auswertung von 61 Studien rausbekommt, entfernt. Es ist ja immer ganz gut, wenn man Ergebnisse nach weiteren Studien nicht grundlegend verändern müssen, eben von 0,0025 oder die Sterbewahrscheinlichkeit dann auf 0,0023 runtergesetzt, also statt einer von 400 Menschen, die an Corona erkranken und dann daran versterben, kommt er jetzt nur mehr auf einer von 435, und er kommt nach dieser Metastudie, nach der Auswertung von 61 Einzelstudien, auch zum Ergebnis, dass bei unter 70-Jährigen die Sterbewahrscheinlichkeit schon nur 1 zu 2000 ist. Ja. Das war im Oktober 2020. Ja. Eben 61 Einzelstudien, das schafft schon einiges aus. Ergebnis bei unter 70-Jährigen, Sterbewahrscheinlichkeit 1 zu 2000. Wenn wir uns jetzt so ein, zum Beispiel jetzt ist gerade Oktober, ja, so ein Bierzelt vorstellen, Oktoberfest, ja, mit 2000 Personen, ja, welcher von den 2000 wird jetzt wahrscheinlich an Corona versterben, wenn er es bekommt? Keiner, der in dem Bierzelt ist, weil die
derjenige, der von den unter 70-Jährigen zu den Schwächsten von 2000 gehört, ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in dem Bierzelt drin, sondern wird schon irgendwo medizinisch behandelt, weil er vielleicht so von einer anderen Krankheit geschwächt ist, dass er eben sehr, sehr anfällig ist. Ja. Ioannidis kam also damals schon zum Ergebnis, dass für unter 70-Jährige kein Grund zur Panik und zu übermäßiger Angst besteht. Ioannidis stellte auch fest, dass weltweit zwischen 30 und 100.000 Kinder pro Jahr an der Grippe versterben, während Corona vor allem eine Krankheit ist, wo die ältesten Altersgruppen in den Industriestaaten versterben. Ja. Seine Studien legen sich also sehr, sehr nahe, dass man, wie das einige Länder gemacht haben, zum Beispiel Japan, wo sich die Maßnahmen ab Sommer 2020 auf den medizinischen und den Pflegebereich konzentrieren. Also seine Studien legen halt sehr nahe, dass das gute Sachen sind, während während Maßnahmen, zum Beispiel wie Schulschließungen, die auf die Jüngsten abzielen, eigentlich nicht sehr viel Effekt zu erwarten haben. Ja. Das ist also das, was meiner Meinung nach durchaus Stand der Wissenschaft im Oktober 2020 ist. Es fällt also auf, dass Studien, die eine deutlich höhere Sterbewahrscheinlichkeit angeben, was bei der Mainstream-Presse überhaupt auffällt, ist, dass vor allem mit Gefühlen gearbeitet wird. Ja. Permanenter Ausnahmezustand, Angst und Panik, lauter Einzelereignisse. Es gibt überhaupt nicht sehr viel im Mainstream, wo irgendwelche harten Fakten genannt werden, also zum Beispiel Sterbewahrscheinlichkeiten. Dort, wo sie wirklich genannt werden und wo sie dann in Einklang mit der Politik sind, dass es eben die Sterbewahrscheinlichkeit so hoch ist, dass Hunderttausende Tote für Österreich zu erwarten sind oder Millionen für Deutschland, findet man halt immer wieder die fragwürdige Herangehensweise, dass nur die amtlichen Corona-Fälle durch die Corona-Toten gezählt werden. Eben solange ich nichts Besseres habe, ist das für mich in Ordnung, aber ich weiß natürlich, es gibt eine hohe Dunkelziffer an Leuten, die Corona bekommen haben, die es überlebt haben, und die nicht in die amtliche Fälle eingehe, daher ist das eine sehr schlechte Zahl. Ioannidis hat hier eben eine wesentlich bessere Vorgehensweise in meinen Augen, die auch konsistent ist und die auch Prognosen erlaubt. Also wenn ich eben im Ergebnis mit den 0,0023 Sterbewahrscheinlichkeit von Ioannidis rechne und sie dann auf ein westeuropäisches Land wie zum Beispiel Österreich mit 9 Millionen Einwohnern anwende, dann komme ich auf einen Erwartungswert, wenn wir mit Corona durch sind, sind gut 20.000 Tote zu befürchten. Stand des Wissens 2020, nicht heute. Ja. Und wenn ich heute nachschaue, wie viele Tote haben wir jetzt in Österreich gehabt, dann komme ich genau auf die gut 20.000. Ja. Da schafft also Ioannidis mit der Vorgangsweise, dass er sich mittels Antikörper anschaut, nicht wie viele amtlich aufgeführte Fälle gibt, sondern wie viele Menschen haben Antikörper gegen Corona ausgebildet. Wenn ich die auf die Bevölkerung hochrechne, dann rechne ich so die Sterbewahrscheinlichkeit. Die Mainstream-Presse, wenn sie also überhaupt Sterbewahrscheinlichkeiten angegeben hat, dann waren das eben meiner Meinung nach die relativ fragwürdige Vorgehensweise, nur die amtlichen Fälle zu nehmen, wo ich also dann eine Wahrscheinlichkeit habe, die 10 bis 20 Mal so hoch ist, als sie auch tatsächlich war. So würde ich dann wirklich auf für Österreich auf zu erwartende 200.000 Tote kommen. Ja? Haben aber zum Glück nie gehabt. Ja? Wie ist mit Ioannidis umgegangen worden, findet man vieles noch heute, nachdem ihn zu Recht vorgeworfen hat, zuerst, es ist nur eine Studie. Er hat also 61 Antikörperstudien gefunden und eine Metastudie darüber gemacht, die im WHO-Bulletin entstanden ist. Ja. Und die konsistent ist. Wenn man sich auf die damals verlassen hätte, konnte man ziemlich genau vorhersagen, was 3 Jahre später passiert ist. Man hat ihn also wieder als verharmloser, als die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist insofern eine gute Zeitung, weil sie die Sachen zumindest stehen lässt. Ja. Das kann man heute noch googeln. Viele andere Berichte, an die ich mich erinnern kann, kann ich heute nicht mehr zitieren, weil sie einfach aus den Medien entfernt wurden. Ja. Bei der Frankfurter Allgemeine, also ich möchte es ausdrücklich positiv erwähnen, dass sie zumindest das, was sie damals geschrieben haben, heute auch noch stehen lässt. Ja, kann ich das also heute noch nachlesen. Ioannidis ist ein Verharmloser. Er galt als Ikone der Wissenschaft. Warum er galt und nicht gilt, wird nicht ausgeführt. Ja. Er war der
er gehört zu den 10 meistzitiertesten Forschern vor Corona. Ich glaube, er gehört jetzt auch noch zu den 10 meisten zitiertesten Forschern in der Wissenschaft, aber der Mainstream hat ihn halt komplett ignoriert oder bekämpft. Ja. Man findet wieder das Framing immer wieder Leugner und Rechtsextremist. Ja. Also er wird nicht direkt als Rechtsextremist bezeichnet, was ziemlich lächerlich wäre, aber er wird als Liebling Leugner und Rechtsextremisten zitieren gern Ioannidis. Ja. Noch einmal einfach nur naiv gestellt die Frage, wenn jemand was leugnet, ja, warum zitiert er dann jemanden, der 61 Studien darüber auswertet, ja, nämlich wie viele Leute haben Antikörper gegen Corona gebildet, man kann keine Antikörper gegen was bilden, was es nicht gibt, ja. Also jemand, der sich das ganze Leben mit Viren beschäftigt, ja, und sich dann massiv mit Corona beschäftigt, mit einer wissenschaftlichen Methodik, die eben auch eben im WHO-Bulletin erscheint, das wird auf einmal ständig geframed mit Leugner. Er wird eben als Verharmloser bezeichnet, als Zweifler. Ja. Kann man eben alles heute noch googeln, wenn man Sterbewahrscheinlichkeit Corona und Ioannidis eingibt. Ja. Was natürlich in Ordnung ist, was ich mir eigentlich auch von einer Presse wünsche, ist, dass sie natürlich auch die Ergebnisse von Ioannidis kritisch hinterfragt. Wenn ich jetzt wirklich versuche zu filtern, was ist jetzt die inhaltliche Kritik an der Vorgangsweise von Ioannidis, dann finde ich zwei Punkte. Wie gesagt, mein Background ist ein statistischer. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit Zahlen, mit Statistiken, rechne seit 20 Jahren beruflich mit Sterbewahrscheinlichkeit. Ich habe aber wenig Ahnung von Medizin. Also der erste Kritikpunkt, den ich an Ioannidis finde, ist, dass Antikörperstudien nicht wirklich gut sind, weil es einen Teil der Leute gibt, die eine Corona-Infektion durchmachen und die trotzdem keine nachweisbaren Antikörper haben. Das dürfte es geben. Niemand weiß nach meinem Kenntnisstand, wie viele das sind, aber das ist natürlich eine fachliche Kritik, die in Ordnung ist. Ja. Und die zweite Kritik war, dass das Sample, was Ioannidis genommen hat, nicht wirklich repräsentativ ist. Also wenn ich jetzt für Österreich eine Antikörperstudie durchführe und ich lasse 50.000 Leute auf Antikörper testen, dann muss ich natürlich schauen, dass ich einen ähnlichen Prozentsatz an Frauen und Männern habe wie in der Gesamtbevölkerung, einen ähnlichen Prozentsatz an alten Leuten, an Kindern, wie in der Gesamtbevölkerung, um vom Sample auf die Gesamtbevölkerung schließen zu können. Und wenn man jetzt natürlich 61 Einzelstudien aufaddiert in einer Metastudie, dann ist das insgesamte Sample sicher nicht mehr 100% repräsentativ, ganz sicher schon nicht. Ja. Also diese Kritik an der Vorgehensweise von Ioannidis, die wäre für sich genommen durchaus in Ordnung. Sie wäre in Ordnung, wenn die Presse jetzt auf allen Seiten so kritisch gewesen wäre. Ich kann mich also noch erinnern an Mainstream-Artikel, wo Journalisten, Haltungsjournalisten wirklich stolz verkündet haben, sie haben ihre besten Wissenschaftsjournalisten auf Ioannidis angesetzt, ja, um in der Studie irgendwo das Haar in der Suppe zu finden, und sie haben auch ein paar Haare drin gefunden, die es auch real gab. Ja. Also die Kritik an der Studie ist, an der Vorgehensweise von Ioannidis ist natürlich an sich zu begrüßen und in Ordnung. Allerdings wollte man die Studie absichtlich zerpflücken, hat man auch getan. Auch das kann man als Journalist noch machen, das ist auch noch in Ordnung. Wenn nicht die andere Seite wäre, über ein Jahr später, nachdem Ioannidis also schon Sterbewahrscheinlichkeiten berechnet haben, die sich im Nachhinein als ziemliche Volltreffer herausgestellt haben, hat zum Beispiel haben sie dieselben Haltungsjournalisten als Frank Ulrich Montgomery, das ist der Weltärztechef, wurde er vorgestellt, er ist in Wirklichkeit Vorsitzender vom Weltärzteverband, glaube ich. Der hat viel Aufmerksamkeit erregt mit der Aussage, Omikron ist Ebola. Das wurde in den Mainstream-Medien rauf und runter zitiert. Ebola, Sterbewahrscheinlichkeit 50%. Bei Ebola kriegt man Fieber und innere Blutungen. Ohne Medikamente sterben dann 50% der Bevölkerung. Ja. Mir ist bis heute nicht bekannt, auf welche Studien sich das bezieht. Ja. Ob es jemals irgendetwas gab, eine noch so haarsträubende Studie, aber wo zumindest die Methodik beschrieben ist, ja, egal wie klein oder ungenau das Sample ist, wo zu befürchten war, dass bei Corona eine Sterblichkeit von 50% herrscht. Ja. Und dieselben Journalisten, die also bei Ioannidis das Haar in der Suppe finden wollten, die
seine wissenschaftliche Herangehensweise mit dem Ergebnis, dass die Sterbewahrscheinlichkeit in den allermeisten Ländern der Welt bei Corona ungefähr bei 0,002 bis 0,0025 liegen wird. Ja. Also dieselben Journalisten, die das als Angriff verstanden haben, die es geframed haben, Zweifler, Leugner, Liebling der Leugner oder was auch immer, immer wieder dieses Framing, die haben Frank Ulrich Montgomery nicht kritisierenswert gefunden für die Aussage, Omikron ist Ebola. Also wie auch immer die Presse funktioniert hat, dass sozusagen wahrnehmbar alles in eine Richtung gegangen ist, wie auch immer die Mechanismen dahinter sind. Sie dürften also nicht mehr zugelassen haben, dass man bei der Aussage Omikron ist Ebola Ende 2021 Sterbewahrscheinlichkeit der Omikron-Variante zu befürchten 50%. Ja? 4,5 Millionen Tote auf Österreich würde das bedeuten. Ja? Erst 2022 finden sich dann erste österreichische Medien, die die Aussage meiner Meinung nach zu Recht als eine der dümmsten während Corona feststellen. Man könnte jetzt drüber lachen und ich möchte auch wirklich in Herrn Ulrich Montgomery nicht zu nahe treten, weil viele andere Leute auch relativ überflüssige Aussagen meiner Meinung nach gemacht haben, ja. Also dass einzelne Leute, einzelne Ärzte, also zum Beispiel die Deutsche Ärztekammer, das Präsidium hat sich auch ausdrücklich von einigen Aussagen, die der Weltärztechef gemacht hat, ausdrücklich distanziert. Das fand man aber nur in der Deutschen Ärztezeitschrift, ja, und nicht im Mainstream. Ja. Also dieselben Medien, die wissenschaftliche Herangehensweise von Ioannidis, dem meistzitierten Forscher auf dem Gebiet vor Corona und so weiter, ständig in den Dreck gezogen haben, die versucht haben, da irgendwo was zu finden, was vielleicht nicht hundertprozentig korrekt ist, und so kleine Kritikpunkte gibt es durchaus, ja. Aber insgesamt kommt er halt sehr nachvollziehbar zu einer Sterbewahrscheinlichkeit von 0,0023, die, wenn ich die Anzahl der Corona-Toten in Österreich mit der österreichischen Bevölkerung hochrechnet, dann komme ich auch in die Größenordnung. Dieselben Medien, die also diese Herangehensweise von vornherein kritisiert haben und das sicher nicht als Teil einer legitimen Wissenschaft zeigen wollten, die haben also die Aussage von dem anderen Herrn, also ich muss ihn jetzt nicht nochmal erwähnen, weil es geht wirklich nicht um ihn als Person, ja, aber Omikron ist Ebola, Sterbewahrscheinlichkeit 50%, zu erwarten wären 4,5 Millionen Tote in Österreich, ja, die haben das nicht kritisierenswert gefunden, die haben nicht kritisiert, dass das vielleicht allen Studien, egal wie man vorgeht, ja, die man bis dahin hatte, widerspricht. Die haben nicht kritisch hinterfragt, gibt es einen empirischen Beleg dafür, für diese Befürchtung. Ja. Gibt es irgendwas, was eine namhafte Universität rausgebracht hat, worauf diese Sorge, dass Omikron eine Sterbewahrscheinlichkeit von 50% haben konnte, während doch die Varianten davor nach Wissenschaftlern, die Antikörpertests gemacht haben, eher im Bereich eben von 0,0025 waren, also nur am Bruchteil dessen. Also eben Omikron, Ebola, Sterbewahrscheinlichkeit 0,5 heißt, von zwei Menschen stirbt einer. Antikörperstudien, Ioannidis und Stanford kommen zum Ergebnis bei unter 70-Jährigen einer von 2000. Ja, also da sind ja Welten dazwischen. Zum Glück hat sich das von Ioannidis als viel, viel näher an der Wahrheit gestellt, wie die Befürchtung eben, dass Omikron eine Sterbewahrscheinlichkeit von 50% hat. Ja. Aber das ist eben, wenn heute die Aussage kommt, vieles wusste man damals nicht. Ja. Also meiner Meinung nach ist die Aussage bis März, April 2020, also ganz in der Anfangszeit, richtig. Ja. Da wusste man sehr wenig, da war es sehr schwer. Ich habe keinen Überblick über den Gesamtstand der Forschung, aber als kritischer Geist kann ich mir sehr wohl anschauen, das kriege ich intellektuell auch als Nichtmediziner hin, ja. Wer hat eigentlich in den wissenschaftlichen Zeitungen zu Viren, zu Pandemien und so weiter vor Corona publiziert? Da kommt immer wieder der Name Ioannidis. Und wenn ich mir dann anschaue, was hat er während Corona gemacht? Er hat nicht etwa geschlafen, sondern er hat gesagt, man stellt fest, wie hoch die Sterbewahrscheinlichkeit ist, indem man schaut, wie viele Menschen hatten Corona. Wie viele davon sind gestorben? Das hat er Anfang 2020 bereits mit einer ersten Studie gemacht, kam zum Ergebnis 0,0025 sterben. Kritik dran, es ist nur eine Studie. Daraufhin hat er über den Sommer Studien gesammelt und hat dann eine Metastudie über 61 Einzelstudien gemacht. Kommt dann im Herbst
2020. Ja? Also wir reden nicht von Wissensstand heute, sondern Wissensstand Herbst 2020, vor den langen Lockdowns in Österreich, vor der Pandemie der Ungeimpften, vor dem Lockdown für Ungeimpfte, ja? Vor den ganzen Sachen. Ja? Kommt man also 2020, gab es klarerweise nur ungeimpfte Menschen, weil es noch keine Impfung gab. Kommt man also mit einer wissenschaftlichen Vorgangsweise, Analyse von 61 Meter-Studien, auf eine Sterbewahrscheinlichkeit von 0,0023. Wenn ich die 9 Millionen Österreicher damit multipliziere, komme ich ziemlich genau auf den Stand der Corona-Toten 3 Jahre später. Ergibt alles ein relativ rundes Ding. Das wird von den Medien, von der Politik als Angriff empfunden, wird versucht, mal unter der Schublade, also mal mit der untersten Schublade, unter der Gürtellinie, wird versucht, das zu diskreditieren, indem ich Ioannidis als Harlekin, als Witzfigur darstelle, als Zweifler, als Verharmloser, als Liebling der Leugner. Mal wird es ernsthafter auseinandergenommen mit durchaus gerechtigter Kritik, aber da ist sozusagen klar, ich will mich mit dieser These nicht ordentlich auseinandersetzen, sondern ich will diese These bekämpfen. Man beraubt sich halt an der Möglichkeit oder man hat sich der Möglichkeit in der Politik und im Mainstream-Journalismus selbst beraubt, ja, durch eine unvoreingenommene Herangehensweise die Wahrheit im Sommer 2020 schon zu erkennen. Die Wahrheit ist natürlich keine Punktlandung, vieles weiß ich heute noch nicht, aber von der Größenordnung her, ja, das, was Ioannidis damals publiziert hat, was auch einige andere Wissenschaftler damals publiziert haben, Herr Streeck zum Beispiel in Deutschland, ja. Das hat insgesamt ein immer konsistenteres Bild ergeben, das am Schluss auch mit der Anzahl der tatsächlichen Toten ziemlich übereingestimmt hat. Ja. Und auf der anderen Seite sind Figuren, die unglaublich schrille Prognosen gemacht haben, an Omikron wird jeder Zweite sterben, Omikron ist Ebola, die sind vollkommen kritiklos von Talkshow zu Talkshow getingelt. Ja, als Weltärztechef, wer darf dem widersprechen? Ja, der Herr Ulrich Montgomery, ich habe das nur so ein bisschen gegoogelt, dürfte also Lieblingsgast in vielen Talkshows gewesen sein, während Ioannidis ja natürlich als Liebling der Leugner und der ganz bösen, moralisch bösen Leute nie eingeladen worden ist. Ja. Auf Servus TV in Österreich war ein sehr interessantes Video. Servus TV war also nach meinem Wissen der einzige Sender, der einen der renommiertesten Wissenschaftler, die zu Thesen kamen, die halt diese Panik und Hysterie nicht gerechtfertigt haben, einmal zu Wort kommen lassen und seinen Standpunkt ruhig argumentieren haben lassen. Servus TV ist aber auch in Österreich von dem Mainstream-Journalismus ganz übel diskreditiert worden als Fernsehsender der Leugner und so weiter. Eben genau dieses Framing wieder. Ja. Servus TV ist so in Österreich Besonderheit, da sitzt dahinter stand der mittlerweile verstorbene Multimilliardär Dieter Mateschitz, der Gründer, glaube ich, von Red Bull, der also mit Red Bull, mit dem Energy Drink seine Milliarden gemacht hat und der sich sozusagen bin ihm sehr dankbar dafür, aber als gesellschaftliche Aufgabe, glaube ich, einen, meiner Meinung nach, ich weiß nicht darüber, aber einen wahrscheinlich ziemlich defizitären Privatfernsehsender, der sich nach marktwirtschaftlichen Kriterien wahrscheinlich nicht auszahlen würde, bei der Übermacht der öffentlich-rechtlichen leistet. Und dieses sozusagen, also wenn man einen privaten Finanzier hat und nicht über Staatsinserate abhängig ist, dann kann man also sozusagen jemand wie einen der renommiertesten Wissenschaftler wie Ioannidis eine Bühne geben. Im Öffentlich-Rechtlichen war das scheinbar in 2 Jahren Pandemie nie möglich, das auch nur zu berücksichtigen oder ihn einmal das darstellen, seine Meinung darzustellen. Also das ist einfach nochmal das extreme Ungleichgewicht. Und wenn mir heute jemand eben sagt, das wusste man ja 2020 nicht. Ja, natürlich wusste man es 2020. In den ersten Monaten vielleicht nicht. Ja, aber ab April, Mai, Juni gab es eine Studie nach der anderen, die gezeigt haben, dass Corona halt eine Krankheit ist, an der man natürlich auch versterben kann, wo auch Maßnahmen gut sind, die aber lang nicht das rechtfertigen, was man da macht. Dieses Bild wurde immer konsistenter. Und eben ganz wichtig für mich eben der Oktober 2020, als dann eben im WHO-Bulletin diese Metastudie von Ioannidis erscheint, wo er 61 Einzelstudien auswertet und bei Corona zu einer Sterbewahrscheinlichkeit von 0,0023 kommt, bei unter 70-Jährigen sogar von 1 zu 2000. Ja. Im Folgenden fangen dann auch viele Länder an, zum Beispiel Japan, Südkorea oder Taiwan, ja, dass sie
sie die Corona-Maßnahmen außerhalb des medizinischen Bereichs drastisch herunterfahren, bis hin auf Null setzen. Also Japan zum Beispiel hat seit Sommer 2020 Maßnahmen bei der Einreise gehabt. Und im medizinischen Bereich, im Pflegebereich, aber im Alltag so gut wie nichts mehr. Ja. Und man stellt sich also konsequenterweise im Mainstream niemals die Frage, ja, warum passiert in Japan keine Überlastung des medizinischen Systems? Es ist eigentlich das Land mit der ältesten Bevölkerung. Vor Corona hat man auch gesagt, Japan hat ein viel schlechteres medizinisches System, weil weniger Ressourcen pro Person als zum Beispiel im Vergleich zu Österreich da sind. Ich behaupte, sie haben sogar ein besseres System, es ist nur ziemlich günstiger. Ja. Aber warum also sozusagen, Ioannidis hat ja auch die Maßnahmen versucht zu evaluieren und kommt halt immer wieder zum Ergebnis, dass vor allem diese ganz einschneidenden Maßnahmen sehr wenig bis gar keinen Effekt haben. Ja. Man stellt sich also im Mainstream auch niemals die Frage, warum sind in Japan die Spitäler nicht pausenlos überlastet, ja, wenn doch bei uns ohne diesen Maßnahmen das drohen würde. Also durch diese einseitige Herangehensweise, dass man etwas, was nicht ins von vornherein festgelegte Bild, Narrativ passt, ja, versucht zu verunglimpfen, Ioannidis also immer wieder framed mit den Begriffen eben Zweifler, Verharmloser, Leugner und auf der anderen Seite aber Menschen, eben wie diesen Weltärztechef, dem ich wirklich persönlich gar nichts mag, ja, sozusagen als eine von sehr vielen Stimmen wäre er durchaus sicher in Ordnung, ja, aber Menschen, die also sagen, Omikron ist Ebola und keine Argumente dafür anführen können, meiner Ansicht nach. Ich hätte zumindest keine gehört, wo jemals auf welcher Universität irgendeine Prognose mit irgendwelchen empirischen Daten gekommen wäre, die eine Sterbewahrscheinlichkeit von 50% bei irgendeiner Corona-Variante wahrscheinlich machen. Diese Leute werden vollkommen kritiklos in den Mittelpunkt gestellt, können ihre Thesen von Talkshow zu Talkshow bringen, was wie gesagt nicht falsch wäre, wenn die anderen auch drin sitzen würden, aber die anderen werden eben gecancelt, beziehungsweise die wenigen Sender, die genug Mut hatten, Ioannidis eine Bühne zu geben, sind dann auch vom Mainstream dementsprechend kritisiert worden. Das war mir heute ein Bedürfnis, ja, das ist nicht Kernkompetenz dieses Kanals, aber ich habe im Sommer auch ein Video gemacht, wo ich mir angeschaut habe, in 20 verschiedenen Ländern nach Statista-Daten, wie viele Menschen sind eigentlich in den 3 Jahren vor Corona pro 10.000 Einwohner gestorben, wie viele starben 2020 und 2021. Das Video gibt es auf dem Kanal, findet man, wenn das interessiert, das ist war mir da auch einmal Bedürfnis. Die Corona-Maßnahmen waren so einschneidend, haben meiner Meinung nach die Gesellschaft so derartig verändert, ja, dass hier eine Aufarbeitung schon irgendwo notwendig ist. Und ich wollte in dem Video eben nochmal zeigen, was man im Sommer 2020 alles schon wissen hätte können, was ich persönlich gewusst habe, weil ich mal eben angeschaut habe, zu was kommen auch Wissenschaftler, zu welchen Ergebnissen, die bei uns eigentlich nur diskreditiert werden. Diese Ergebnisse waren im Nachhinein recht konsistent. Wirtschaftlich bezogen auf die Aktienkäufe, die ich mache, hat mir das relativ viel gebracht, ja, dass ich recht schnell die These hatte, wir werden nicht alle sterben. Ich kaufe statt Klopapier lieber Aktien. Das ist auch die Kernausrichtung dieses Kanals, aber ich nehme es eben schon heraus, hier immer wieder mal auch was zum Corona-Thema machen, vor allem wenn im Mainstream schon so derartig falsch kritisiert würde. Also es ist wirklich für mich, das ist auch an der Sache noch nicht vorbei, wenn heute Tag für Tag Politiker in den öffentlich-rechtlichen Medien sagen können, das haben sie ja alles nicht gewusst. Ja. Und die Journalisten vielleicht auch aus eigenem schlechten Gewissen sagen nicht sofort, na Moment, aber es gab doch einige, die bereits im Mai 2020 Sterbewahrscheinlichkeiten zu Corona publiziert haben, die sich im Nachhinein als ziemlich gut erwiesen haben. Warum sind denn die alle nicht gehört worden? Ja? Also das war mir mein Bedürfnis, auch was zu dem Thema zu machen. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.